Herzlich willkommen auf unserem Kanal von Matra Immobilien. Heute gibt es eine weitere spannende Folge unserer Immobilien-News. Heute behandeln wir mal das Thema Eigenbedarfskündigung. In unserem Fall, den wir heute mal ein bisschen genauer anschauen, geht es um eine Eigenbedarfskündigung, die das Landgericht Berlin abgeschmettert hat, unwirksam war. Die Gründe sind für uns ja einleuchtend nachvollziehbar, aber da gehen wir jetzt mal drauf ein. Zum einen gab es zwischen 2001 und heute einen Eigentümerwechsel von der besagten Immobilie, also sprich die Wohnung hat einen neuen Eigentümer. 2001 hat der alte Eigentümer eine Sondervereinbarung zum Mietvertrag geschlossen mit den Mietern, die eine Eigenbedarfskündigung ausschließen. Das ist natürlich ein gewisses Pfund, wo der Mieter in der Hand hat. Die neue Eigentümerin jetzt hat dann die Wohnung gekündigt, wie schon erwähnt, auf Eigenbedarf. Die Mieter haben die Eigenbedarfskündigung nicht akzeptiert. Und wie es dann so oft ist, musste das Gericht entscheiden. Die Mieter haben natürlich ihre Sondervereinbarung oder ihre Anlage zum Mietvertrag von 2001 ins Feld geführt. Und da haben die Richter auch klipp und klar entschieden, dass diese Sondervereinbarung immer noch gültig ist. Die neue Eigentümerin wollte dann hier ins Feld führen, dass die Unterschriften auf dieser Sondervereinbarung 6 Wochen auseinander liegen, haben aber auch die Richter gesagt, es ist vollkommen egal, ob der eine ja heute unterschreibt und der andere in 6 Wochen. Wichtig ist, dass die Willenserklärung da ist, dass beide diesen Kündigungsausschluss akzeptieren und auch wollen, und das war hier der Fall. Also somit hat hier die neue Eigentümerin leider kein Glück gehabt. Dann hat sie noch ins Feld geführt, dass sie von dieser Sondervereinbarung oder Zusatzvereinbarung von dem Mietvertrag aus dem Jahre 2001 nichts wusste. Und auch da haben die Richter klipp und klar gesagt, man kennt's, Kauf bricht Miete nicht. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 566 ist es. Da kann man das sehr schön nachlesen, auch im Detail, wie sich das genau verhält. Da spielt es auch keine Rolle, ob die neue Eigentümerin von dieser Zusatzvereinbarung wusste oder nicht. Vollkommen unerheblich. Bürgerliches Gesetzbuch ist da eindeutig. Ja, wenn euch jetzt dieser kurze Einblick einmal zu dieser Eigenbedarfskündigung gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt es nochmal genauer nachlesen. Wir haben den Link zu unserem Immobilienblog, da haben wir das nochmal detailliert aufgeführt. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ansonsten würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut. Ciao.